In Aufgabe 39 geht es um eine Gewitterwolke. So, also die hat eine Höhe von einem Kilometer und hat eine Fläche von einem Quadratkilometer. Das klingt nicht unplausibel für so eine Gewitterwolke. Hat sich auch die Spannung nur 100 Megavolt. So, und die ist jetzt aufgeladen auf 100 Megavolt. Das, was so bei einem Gewitter passiert, ja, die durch Winde und Temperaturunterschiede bewegen sich Luftmassen, reiben aneinander. Es gibt Ladungstrennung und es gibt einen Potentialunterschied und eine Spannung zwischen Wolken und Wolken und hier zwischen Wolke und dem Erdboden. Erstens, wie groß ist die gespeicherte Energie? So, und jetzt ist gefragt wieder, wie groß ist die, ich nenne das jetzt mal Energie, wie groß ist die Energie, die in der Wolke gespeichert ist? Wie groß ist die gespeicherte Ladungsmenge? Wie groß ist Q? Ja. Okay. So, warte mal, also 100 Kiloampere haben wir als Entladestrom, wenn der, das ist schon auch ein ordentlicher Blitz. Also Blitze haben so zwischen 10 und 100 Kiloampere, manchmal auch ein bisschen mehr, aber 100 Kiloampere ist schon eher ein größerer Blitz. So, und dann soll man damit ausrechnen, wie groß sind die mittlere Leistungsdichte. Ja, also P durch die Leistung pro Volumen. Ja, so, und dann brauchen wir aber irgendwie noch was, was uns das Volumen definiert. Wenn dieser zylindrisch und ein Durchmesser d gleich 4 cm in einer Länge von 1 Kilometer. Okay. Zusätzlich sollen wir auch die Stromdichte J berechnen. Ja. Okay. Na gut, gucken wir mal, ob wir das alles noch hier so auf die Schnelle hinbekommen. Also, fangen wir mal an in der Reihenfolge. Wie können wir die Energie berechnen? So wie gerade eben. Ja, Energie war 1/2 c mal u². So, die Spannung, auf die diese Gewitterwolke aufgeladen ist, die hier einen Kondensator bildet, die haben wir schon mal. Jetzt bräuchten wir natürlich noch die Kapazität. Das ist die Formel, die wir gerade schon mal hatten. Kapazität ist Epsilon, die Permittivität mal die Fläche geteilt durch den Abstand und das ist hier in unserem Fall die Höhe. So, dann brauchen wir nur noch das Epsilon. Genau, das ist praktisch das Epsilon 0, also das von Vakuum und Luft unterscheidet sich jetzt nicht so wahnsinnig viel. So, wie groß ist Epsilon 0? 8,8 irgendwas, 8,854 oder 5,5, da kann man sich drüber streiten. So, mal 10 hoch minus 12 und die Einheit? Ampersekunden pro Voltmeter. Genau, Ampersekunden pro Voltmeter. Ja, und Ampersekunden pro Volt könnte man auch schreiben als? Ja, das ist ja sozusagen, aber Ampersekunden sind Coulomb, Ladung durch Spannung, Farad, genau. Also hier könnte man auch Farad pro Meter durchschreiben. Aber ich lasse es jetzt mal so stehen. So, das können wir jetzt auf jeden Fall hier einsetzen. Ja. Also diese 8,854 mal 10 hoch minus 12. So, die Einheiten verbastle ich gleich hier hinten. Jetzt haben wir ein Quadratkilometer als Fläche. So, wenn ich das mal in, also wir wollen jetzt hier auf Ampersekunden Voltmeter. Genau, das sind, also hier sind es 1000 mal 1000, 1000 sind 10 hoch 3, also 1 Million Quadratkilometer, also 10 hoch 6 Quadratmeter und ein Kilometer, genau, ich schreibe das hier nochmal hin, ne? Das sind 10 hoch 6 Quadratmeter, das sind 10 hoch 3 Meter an der Stelle. Also haben wir hier 10 hoch 3 Meter und hier 10 hoch 6 Quadratmeter, kürzen nicht Quadratmeter gegen Meter und Meter. Bleiben Ampersekunden pro Volt über, das sind schon mal Farad, das ist schon mal gut. Ja? So, und jetzt haben wir eben
Genau, das sind 10 hoch 3. Potenzen werden dividiert, indem man die Exponenten subtrahiert, und Potenzen werden multipliziert, indem man die Exponenten addiert. 10 hoch minus 9 und 10 hoch minus 9 sind als Einheitenvorsilbe Nano. Also kann ich hier hinschreiben, das sind 8,854 Nanofarad. Also wenn du hier sowas hast wie Kilometer zum Quadrat, zählt das Quadrat auch für das Kilo. Also ein Exponent gilt auch immer für die Einheiten, für das Einheitenpräfix. Deswegen schreibt ihr auch KM zusammen. So, also haben wir jetzt eine Kapazität, die können wir da oben einsetzen. 1,5 mal 8,854. Jetzt schreibe ich hier doch anstatt Nano wieder 10 hoch minus 9. Statt Farad schreibe ich mal wieder Ampere-Sekunden pro Volt. Und das jetzt mal 100 Megavolt. Das sind, also Mega sind 10 hoch 6 und dann kommen noch zwei Nullen dazu. Sind 10 hoch 8. Kann ich auch als 10 hoch 8 Volt schreiben. Also habe ich hier 10 hoch 8 Volt. So, dann kürzen sich Volt. Achso, und das habe ich ja zum Quadrat. Also nochmal zurück. 10 hoch 8 zum Quadrat. Und Volt auch zum Quadrat. So, dann kürze ich, naja, also auf jeden Fall ein Volt weg. Es bleiben Ampere Sekunden mal Volt über. Das ist das gleiche wie, also Ampere mal Volt. Das wäre Ampere durch Volt durch Ampere. Ist Watt, ja, so PSU mal I, Ampere mal Volt ergibt Watt, und Wattsekunden sind Joule. Also am Ende sollte da Joule rauskommen. So, und naja, 10 hoch 8 zum Quadrat, Potenzen werden potenziert, indem man die Exponenten multipliziert. 8 mal 2 sind 16, und dann werden Potenzen multipliziert, indem man die Exponenten subtrahiert. 16 minus 9 sind 7. So, also 10 hoch 7 und die Hälfte von 8 sind 4, also kommt da 4,426 raus oder sowas, mal 10 hoch 7 Joule. Ja, und das könnte man jetzt natürlich wieder irgendwie auf eine 10er Potenz mit irgendwie 6 oder 3 oder mit einem 3er Vielfachen runden, dann wären das 44,2 oder runden wir mal auf 44,3 Megajoule, wenn ich das jetzt richtig rechne. So, okay. Haben wir die Energie ausgerechnet? Wie kriegen wir die Ladung raus? Ja, aber wir haben ja keinen Strom. Also Strom mal, ich könnte wieder hinschreiben, Strom integriert über die Zeit, aber wir haben keinen Strom. Aber wir wissen, C ist das gleiche wie Q durch U. Und C haben wir ja schon, U haben wir auch. C mal U. Also haben wir die 8,854 mal 10 hoch minus 9 Farad. Farad sind Ampere-Sekunden pro Volt, mal diese 10 hoch 8 Volt. Kürze ich die Volt weg. Und genau, also hier müssen wir wieder Plus rechnen. Das macht minus 1, also macht das 0,8854 Coulomb. Und das wiederum ist dann eine ganze Menge. Ne? Also die Kapazität ist gar nicht so groß, aber die ist natürlich auf eine wahnsinnig hohe Spannung aufgeladen. Deswegen kommt am Ende doch eine ganz erkleckliche Ladung bei raus. Und natürlich auch eine ganz gute Energie. Ja? Die ist schon gar nicht so schlecht. So, jetzt kann man sich hier für den nächsten Aufgabenteil überlegen, wie kann ich diese mittlere Leistungsdichte Leistung pro Volumen ausrechnen, die sich ergibt, wenn da
genau, der... der genau. Genau, also dann haben wir das Volumen von dem Zylinder, das ist ein Viertel Pi d Quadrat mal die Höhe. Richtig? So. Und die Leistung, die mittlere Leistung, kriegen wir wie raus? U mal I. So, U mal I, also U haben wir hier, I haben wir hier. Wir brauchen noch irgendwie eine Zeit, richtig? Stand da nicht noch eine Zeit in der Aufgabe drin? Da steht keine Zeit. Nicht, steht da nicht so, wenn der Blitz so und so lange dauert? Während der Blitz entladen, fließt ein Strom. Wie groß ist die mittlere Leistungsdichte, die Stromdichte, wenn es... Ach so, aber nee, Quatsch, wir brauchen gar keine Zeit. P ist ja U mal I. Ist ja alles gut. Wir brauchen gar keine Zeit. Wir wollen keine Energie ausrechnen. Nee. Alles super. So, also setzen wir es einfach ein. 10 hoch 8... Volt mal 10, nee, mal 100 Kiloampere sind 10 hoch 5 Ampere, ja, 3 plus 2, also 10 hoch 5 Ampere. So, und jetzt müssen wir hier unten noch mit dem Volumen hier so ein bisschen umrechnen, da steht ein Viertel mal Pi. So, den Durchmesser in Meter umgerechnet wären 0,04 Meter. Also 0,04 zum Quadrat, oder die könnte ich auch schreiben als 4 mal, also wenn ich das mal so schreibe, sind das irgendwie 4 mal 10 hoch minus 2 Meter zum Quadrat und das mal die Höhe sind 10 hoch 3 Meter. So, jetzt kann man schön mit 10er Potenzen rechnen. So, also ist hier unten 10 hoch minus 4, 10 hoch minus 1 und 10 hoch minus 1 unter dem Bruchstrich ist wie 10 hoch 1 über dem Bruchstrich. Und genau, und das sind 13, kommt nochmal 1 dazu, sind 14. So, 10 hoch 14, dann können wir gucken, sind das Volt mal Ampere, sind Watt, Watt pro Kubikmeter, ja. Und Kubikmeter ist, Watt pro Kubikmeter ist in der Hinsicht wahrscheinlich keine wahnsinnig schlaue Einheit. Vielleicht wäre Watt pro Quadratzentimeter oder sowas besser. Pro Kubikzentimeter, aber egal. So. Und die Zehnerpotenzen haben wir alle weg. Ein Viertel mal 4. Also da bleibt ja trotzdem noch eine 4 über und 4 mal Pi sind ungefähr 12. So, und 1 durch 12. Die zweite 4 kommt von dem Quadrat her. Ja? Also 4 mal Pi, 1 durch 12. Oder ich schreibe mal hin, 1 durch 4 Pi. So, keine Lust, das im Kopf auszurechnen. Das ist auf jeden Fall ziemlich viel. 8,3. Ja, aber da müssen wir noch eine 10er Potenz hier irgendwie wegbasteln, ne? Weil das ist ja... 1 durch 4 Pi ist... Nein, stopp. Das ist egal. Nee, genau. 1 durch 4 Pi ist immer ist 1 durch 4 Pi, können wir irgendwie so stehen lassen. So, und ich meine, Stromdichte kriegen wir jetzt auch noch hin, wäre Strom geteilt durch die Fläche von dem Entladungskanal und die Fläche wäre auch wieder ein Viertel Pi d Quadrat und dann kann ich das wieder einsetzen, dann wäre das wieder 10 hoch 5 Ampere geteilt durch die ein Viertel Pi und hier hatten wir ja 4 mal 10 hoch minus 2 Meter zum Quadrat. Das sind wieder 10 hoch minus 4. 10 hoch minus 4 unter dem Bruchstrich sind 10 hoch 4 über dem Bruchstrich. 4 und 5 sind 10 hoch 9. Ampere pro Quadratmeter ist die Einheit. Und hier vorne steht wieder 1 durch 4 Pi. Weil wir den gleichen Vorfaktor haben.
Naja, und dann stellt man fest, das ist, selbst wenn man das jetzt in Kubikmillimeter umrechnet, ja, dann mache ich ja hier 10 hoch 9 weg, dann sind das immer noch ziemlich viel Watt pro Kubikmillimeter. Und das ist auch, wenn ich das hier irgendwie in Quadratzentimeter und Quadratmillimeter umrechne, sind das immer noch ziemlich... Na jetzt hier in Quadratmillimeter, das wäre 10 hoch 6 die Umrechnung, denn hast du immer noch... Genau. Deswegen wird es ja nicht vom Blitz getroffen werden. Die Conclusio, die Schlussfolgerung am Ende lautet, egal was für eine Einheit man hier aus, das hier ausdrückt, das ist und bleibt eine ziemlich hohe Leistungsdichte pro Volumen, ja, oder eben eine Leistungsdichte, Leistung pro Volumen, und das ist und bleibt auch eine ziemlich hohe Stromdichte oder eben Strom pro Fläche, und deswegen möchte man lieber nicht von einem Blitz getroffen werden. Und also um das natürlich abzumildern, ja, man könnte jetzt aus der Energie und der Leistung hier könnte man natürlich ausrechnen, wie lange der ganze Zauber dauert. Ja, und so lange dauert er eben nicht. Also wenn ich jetzt hier gucke, ne, wie viel Watt habe ich hier oben und wie viel Joule habe ich, dann dauert das eben auch nur Bruchteile einer Sekunde. Aber die Leistungsdichte ist dadurch dann eben trotzdem sehr hoch, ja, weil ich diese Energie eben in sehr kurzer Zeit umsetze.